Dortmund hat seit knapp 50 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Leeds. Das passt auch ganz gut. Die Städte sind sich ziemlich ähnlich in der Vergangenheit und auch aktuell in ihren Entwicklungen. Aber das sind Aspekte, die natürlich einfließen müssen in die Arbeit zum Beispiel von Kulturschaffenden. Und die sagen, wir wollen uns auch einbringen und tun das nicht nur wegen Corona, sondern weil es bestimmte Entwicklungen auch in der Kulturszene gibt, die Digitalität, digitale Formate erfordern und nahelegen. Und das ist passiert in Dortmund, zwischen Dortmund und Leeds. Und darüber werden wir jetzt etwas erfahren von Silvia Liebig. Sie gehört zur Künstlervereinigung Dortmunder Gruppe und von Hartmut Salmen vom Literaturhaus Dortmund. Und was sie getan haben und vielleicht auch, was sie an Ideen für die Zeit nach dem Brexit haben, das werden sie uns jetzt erzählen. Ich vermute mal, so war es abgesprochen, dass die Frau Liebig jetzt erstmal loslegt. Willkommen und erzählen Sie uns doch mal, was Sie gemacht haben mit denen da in Leeds. Dann erstmal ein herzliches Ahoi aus Dortmund, aus der Innenstadt, aus der Gutenbergstraße. Ja, Herr Bandermann hat schon gesagt, wir haben momentan 9 Partnerstädte in Dortmund, da bin ich ganz stolz drauf. Und eine davon ist Leeds und mit der sind wir seit genau 50 Jahren oder vielmehr seit 51 Jahren partnerschaftlich verbandelt. Das Projekt, was ich gleich vorstelle, sollte eigentlich analog passieren und entstand aus einer Zusammenarbeit 2019. Die Dortmunder Gruppe kennt eigentlich Leeds oder arbeitet mit Leeds zusammen seit 89 oder 90. Da hat sich die erste, da haben sich die ersten Partner gefunden, und zwar E-Street Art in Leeds. Das ist eine Organisation, die mit Künstlern zusammenarbeitet, und die Künstlervereinigung Dortmunder Gruppe. Da gab es dann die ersten Ausstellungsprojekte. Das Projekt, was wir gleich sehen werden, ich schalte mal um auf meinen Bildschirm, damit Sie das verfolgen können. Das wird jetzt geteilt. So. Das ist halt genau diese Seite, um die es geht, Dortmund Leeds 50. Was wir eigentlich machen wollten, war vor Ort im Torhaus mehrere Stationen, Hörstationen, künstlerische Produktionen im bildnerischen Bereich, Fotografien und so weiter. Das war halt nicht mehr möglich, also haben wir gesagt, wir sammeln die Informationen digital und präsentieren die auch digital. Das Foto, was Sie im Hintergrund sehen, ist übrigens 2019 entstanden, als wir die Städtepartnerschaft in Leeds gefeiert haben. Da waren die Repräsentanten vor Ort und haben vor dieser goldenen Rescue-Folie posiert hinter Rabbit-Masken, damit man sie nicht erkennt, und haben in unterschiedliche Richtungen gewiesen. Das war ganz lustig. Aber auf jeden Fall, dieses Foto haben wir als Anlass genommen, um diese Seite aufzubereiten. Wie man hier sieht, kann man hier in den inneren Bereich kommen. Wenn man diese Seite anwählt, dann landet man hier. Und da gibt es halt mehrere Beispiele von Zusammenarbeiten. Also es ist einmal, sieht man natürlich die Geschichte, die Leeds und Dortmund verbindet. Unter anderem die alten Bürgermeister, die neuen Bürgermeister, Fotografien, Skizzen, die während Besuchen entstanden sind von einzelnen Künstlern, Kooperationen. Hier gibt es zum Beispiel ein Beispiel vom Künstlerhaus Sunderweg, zusammen mit der Leeds Art Space Society, die 1989 ein Ausstellungsprojekt organisiert haben. Das sind die European Ambassadors, die in den Patrick Studios in Leeds posieren für das Foto. Dann gibt es diese Geschichte in der Leeds Library mit Ursula Maria Wartmann und der Leeds Society. Also man kann halt durch diese Seite durchscrollen, kann sich verschiedene Kooperationen angucken. Wir haben dafür im Vorfeld recherchiert. Also das Konzept ist entstanden. Wir haben die Aufgaben verteilt innerhalb der Dortmunder Gruppe. Jeder hatte einen Teilbereich. Und zum Teil war ich halt damit beschäftigt, die Daten digital aufzubereiten, aber tatsächlich auch die Recherche im Vorfeld zu leisten. Das heißt, ich habe dann verschiedenste Verbände gesucht in Dortmund, die Florian Singers. Ich habe dann erst erfahren, wie viel Bande es eigentlich zwischen den Städten gibt, also zwischen Vereinen, aber auch zwischen Privatpersonen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es tatsächlich darauf beruht, dass Freundschaften entstanden sind. Also ich glaube, man kann diese Bande tatsächlich nur aufrechterhalten, wenn man sich mag, wenn man sich liebt und wenn man sich für den anderen interessiert. So.
Und dann ist es ganz wichtig, dass man halt Daten austauscht, dass man sich auf dem Laufenden hält und dass man sich gegenseitig einlädt. Und das kann halt eben auch digital passieren. Was Sie hier sehen, sind zum Teil auch die Arbeiten, die das Literaturhaus Dortmund initiiert hat. Das beruht auf einer Zusammenarbeit, das wird Hartmut Salm gleich noch besser erklären aus dem Literaturhaus Dortmund. Ich sage nur so viel, das war ein kleiner Aufruf und der entstand durch eine Zusammenarbeit zwischen Peter Spafford, der arbeitet für Chapel FM in Leeds. Das ist ganz cool, ist ein Radiosender, die machen sehr viel soziokulturelle Arbeit auch. Das heißt, die geben vielen Leuten eine Stimme. Also für uns, für unsere Gruppe, der beste Ansprechpartner, weil wir wollen ja zu den Leuten und nicht aus dem Elfenbeinturm heraus agieren. Und so haben sich gut die Partner zusammengefunden und die haben halt zum 50. ein Live-Programm gemacht und hatten halt eine Seite aufgemacht, die hieß dann eben Leeds Dortmund 50, haben Radiosendungen dazu initiiert und die haben uns ein paar Sendungen geschickt und ein paar Wortbeiträge ihrer Literaten geschickt, sowie das Literaturhaus Dortmund uns von den eigenen Literaten Beiträge geschickt hat. Hier sieht man übrigens Chapel FM. Hier kann man auch noch live in die Radiosendung reinhören. Ich scroll mal einfach weiter runter langsam, damit Sie sehen, was da passiert. Man kann ja auch zum Beispiel Videos anwählen und sich angucken. Man kann Slideshows sehen, aber was auch noch sehr interessant ist, das ist etwas weiter unten, das ist nämlich hier. Hier kommt man nämlich in einen digitalen Raum. Das ist hier, also ein virtueller Raum. Das Torhaus, das eigentlich die Austragungsfläche für die Ausstellung sein sollte, betritt man hier und befindet sich dann direkt im Torhaus. Und hier bauen sich peu à peu, baut sich dann die Ausstellung auf, wie sie tatsächlich im echten Leben, also analog, hätte stattfinden sollen. Man kann hier drin auch navigieren, sich einige Sachen genauer angucken. Man hört jetzt auch den Hintergrund einer Vernissage. Ich weiß nicht, ob Sie den hören, aber wenn Sie auf die Seite nachher gehen, hört man ihn sehr gut. Ein bisschen Hintergrundgeräusch. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, halt die einzelnen Videos anzuwählen. 50 years Dortmund Leeds. What connects us? Also verschiedenste Beiträge. Hier gibt es einen englischen Beitrag von Valerie Swart, einer Künstlerin aus Leeds. Also es sind Grußbotschaften, es sind Freundschaftsbekundungen. Freundschaftsbekundung, ein bisschen Geschichte und ein bisschen Gegenwart. Ein ganz besonderer Teil an dieser Ausstellung ist auch noch, dazu muss ich jetzt ein bisschen in der Entfernung zurückgehen, also man kann da wirklich durchnavigieren. Hier gibt es die Möglichkeit, Deutsch und Englisch anzuwählen. Hier gibt es den Leeds Pub. Und Moment, ich gehe mal. Im Leeds Pub ist jetzt gerade nichts los, okay. Aber das wäre halt die Möglichkeit gewesen, ich gehe mal näher an. Durch diese Tür sozusagen in eine Jitsi-Konferenz einzutreten, um sich zu bestimmten Zeiten mit Lietzer-Kollegen zu verabreden. Also mit Literaten oder mit bildenden Künstlern, um einfach irgendwie ein Bier, ein virtuelles Bier zu trinken oder ein echtes Bier zu trinken, miteinander anzustoßen und zu sagen, hey, es gibt uns noch und was hacken wir in der nächsten Zeit aus? Das wäre eigentlich von meiner Seite jetzt alles zu dem Projekt. Ich denke, die Seite kann eigentlich auch nochmal eingeblendet werden. Wahrscheinlich sehen Sie auch gerade hier oben die URL. Also das Ganze heißt dortmundleeds50.de. Dann landet man auf der Seite und kann sich da durchnavigieren. Und jetzt würde ich eigentlich am liebsten an Hartmut Salm weitergeben, weil der könnte das Ganze dann aus Seiten des Literaturhauses weiterführen. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Hallo zusammen. Eigentlich, Silvia, du hast alles gesagt zu diesem Projekt, das ist wunderbar. Das Ganze startete 2017 und zwar hatte sich Peter Spafford aus Leeds gemeldet und hatte nachgefragt, ob jemand beim Programm Writers in Transit mitmachen möchte. Und daraufhin hatte Ralf Tenior sich gemeldet und hat gesagt, da mache ich gerne mit, das ist ein wunderbarer Austausch. Und aus diesem Austausch ist dann, damit man die beiden auch mal sieht, dieses Buch entstanden. Und dieses Buch ist im Endeffekt über 3 Jahre entstanden. Die beiden Schriftsteller haben sich in Dortmund und dann auch in Leeds getroffen, haben die Städte kennengelernt und haben in diesem Buch dann über diese beiden Städte geschrieben.
Und daraus ging dann die nächste Idee von Peter Spafford hervor, nach dem Motto, wir haben ein Jubiläum zu feiern, lasst uns doch mehrere Autoren aus den Städten zusammenkommen und über die Städte schreiben, beziehungsweise auch sich gegenseitig in der Literatur übersetzen. Daraus ist ein weiteres Buch entstanden, was ich jetzt tatsächlich leider Gottes gar nicht mehr hier habe. Es ist schon vergriffen. Es haben sehr gute Autoren dort eben mitgemacht. Es ist sehr begehrt. Ich hoffe, es gibt eine zweite Auflage. Das Buch heißt Neighborhood. Und also Nachbarschaft. Und diese ganzen Aktionen beziehungsweise zum Jubiläum waren die Autoren erst 2019 in Leeds und sollten 2020 ja nach Dortmund kommen. Durch Corona konnten sie dann eben nicht mehr hinreisen und wir brauchten dann eben ein anderes Format. Und durch die Künstler und die Künstlergruppe in Leeds konnten wir zusammenarbeiten, konnten diese wunderbare Seite erstellen. Und gleichzeitig konnten wir eben durch das Radio, was Peter Spafford dann eben auch mit Chapel FM, COUK betreibt, konnten wir dann eben halt die Autoren auch ins Internet bringen, das heißt über das Radioprogramm dann in die Welt hinaus senden. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder zusammenkommen, dass die Autoren sich wieder treffen in Dortmund beziehungsweise Leeds und dass wir dieses Programm, was 2000 oder diese Zusammenarbeit, die sehr eng dann 2017 gestartet wurde, dann eben auch bis zum nächsten Jubiläum weiterführen können. Das eigentlich so als Ergänzung von meiner Seite. Ansonsten arbeiten wir im Literaturhaus gerade eben daran, möglichst viele Formate ins Internet zu bringen und über dann Streamingdienste zu machen, wobei eigentlich Literatur ohne Publikum, ohne Gespräch in der Literatur direkt vor Ort live, ist es tatsächlich nicht so schön. Sie sagen es ja, Sam, geht mir genauso hier ohne Publikum diese Veranstaltung jetzt hier durchzuführen. Es wäre schöner, ja, mit Ihnen allen zusammen zu sein und dann auch vielleicht spontaner und schneller mal eine Nachfrage zu stellen. Ich habe auf Ihrer Seite beispielsweise diesen FM-Link angeklickt und habe das Gefühl, da war anderthalb Stunden lang nur Geräusch, also Menschenmengen. Vielleicht war es aber genauso gedacht. Ich sage, Künstler sollen uns ja auch ein bisschen Rätsel aufgeben und uns zum Nachdenken bewegen. Ich vermute mal, ohne mir jetzt von unseren Veranstaltern das als Rückendeckung gegeben zu haben, dass alles das, was irgendwie an Verlinkungen an Seiten heute im Laufe des Tages erwähnt wird von den einzelnen Referentinnen, dass wir das im Nachhinein Ihnen zur Verfügung stellen können, dass Sie das alles auf der Homepage des Projektes beziehungsweise der Ausgesellschaft nachsehen können, wenn Sie sich das jetzt auf die Schnelle alles nicht haben mitschreiben können. Also, Dankeschön nach Dortmund für diesen Beitrag, Umgang mit digitalen Formaten. Und jetzt gehe ich ein paar Kilometer weiter nach Ostwestfalen, genauer gesagt nach Paderborn. Denn auch Paderborn hat seit weit über 40 Jahren partnerschaftliche Beziehungen auf die Inseln, genauer gesagt nach Bolton. Und von der vom Deutsch-Englischen Club Paderborn müsste mir jetzt Angie Reh zugeschaltet sein. Auch dort legt man sehr viel, das ist ja auch der Sinn von Städtepartnerschaften, viel Wert auf die engen, auf die direkten Kontakte. Und Frau Reh, Sie haben da in der Vergangenheit einiges gemacht haben jetzt den Schritt gemacht, sage ich mal, in die Transformation, der sozusagen digitale Transformation von ja Miteinander sein. Erzählen Sie uns davon, wie Sie mit in Paderborn das mit Ihren Freunden in Bolton ja machen und unternehmen. Ja, sehr gerne. Also für uns hat Corona tatsächlich den positiven Schubs gegeben. Es gibt seit einigen Jahren in Paderborn in der Stadt einen sogenannten Paderbrunch. Da werden Tische aufgestellt, die kann man mieten. Man kann sich dann mit einer größeren Gruppe dorthin begeben mit Picknickkörbchen. Man tauscht sich sehr, sehr schnell aus. Was habt ihr denn dabei? Ich habe das dabei. Und das hat uns im Club sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen hatten wir es eigentlich vor, im Juni dieses Jahres das als Clubveranstaltung zu machen, ins regelmäßige Clubprogramm aufzunehmen. Und wir wollten Thementische anbieten, very British. Wir wollten mit britischen Kleidung dort auftauchen, britische Scones mit dabei haben und so weiter und so fort, uns auch so ein bisschen in der Stadt präsentieren. Corona hat das Ganze natürlich dann nicht möglich gemacht, aber die Werbegemeinschaft der Stadt Paderborn kam auf die gute Idee, lass uns das Ganze doch digital machen. Man konnte sich als größere Gruppe anmelden
Und es gab also eine Eröffnung der Veranstaltung mit dem Bürgermeister, mit dem Dompropst, mit diversen anderen. Und danach hat der weitere Verlauf in einzelnen Zoom-Gruppen stattgefunden. Und das war für uns die Idee, Mensch, wenn wir uns digital treffen, dann können wir auch die Freunde aus Bolton mit dazuladen, machen wir es wirklich very British und schreiben auch so einen kleinen Wettbewerb aus, wer ist denn am britischsten unterwegs, also wer hat die schönste Dekoration, wer hat das tollste britische Frühstück. Jeder saß bei sich zu Hause und es wurden also wirklich sehr, sehr kreative Ideen aufgetan. Es hat sich zwischendurch der Bürgermeister eingeschaltet, hat also so eine kleine Grußbotschaft abgegeben. Auch die Bürgermeisterin aus Bolton hat eine kleine Videobotschaft mit reingespielt. Dann haben wir uns zwischendurch ein bisschen unterhalten. Dann wurde eingespielt seitens der Werbegemeinschaft ein Musiker aus Paderborn, der ein paar Lieder zum Besten gegeben hat, der dann auch gefragt hat, was wünscht ihr euch? Dann kam die Frage, auch bitteschön ein deutsches Lied. Die Frage kam von der Boltoner Seite. Da war er erst ein bisschen überfordert, aber er hat es dann doch hingekriegt. Und etwas später gab es dann noch eine Einlage von einer Paderborner Kabarettistin. Für die war es auch eine Herausforderung, das Ganze auf Englisch zu machen. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, es ist doch so eine Schafskälte und daraus wurde dann die Mähkold. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir haben uns danach noch länger unterhalten. Natürlich insbesondere über die Corona-Bedingungen. Wie sind die Einschränkungen bei euch? Wie löst ihr das? Was macht ihr? Wer hat Maskenpflicht? Und so weiter und so fort. Und die britischen Freunde haben uns dann erzählt, dass sie seit dem Lockdown im März sich regelmäßig an einem Freitagabend zu einer sogenannten Quiz-Night via Zoom zusammenschalten. Und dann ist die Idee entstanden, Mensch, das könnten wir doch auch machen. Das ist jetzt so nett und man sieht sich auch mal angesichts. Das ist ja mal etwas, was sonst in diesem Jahr nicht stattgefunden hätte. Und wir hatten dann die erste Quiz Night. Es waren 5 Themenfragen. Zum Beispiel musste man europäische Flaggen erkennen. Es gab einen Film, da musste man sich Dinge merken oder es... lustig war beispielsweise auch, man sollte sagen, ist es jetzt der Name eines IKEA-Möbelstücks oder doch ein schwedisches Schimpfwort? Es war sehr, sehr witzig und dann haben wir für uns auch beschlossen, das wollen wir nochmal machen und haben es auch jetzt für den 25. diesen Monats, haben wir die zweite Auflage geplant. Kommt mir gerade die Idee, dass es doch bestimmt auch so etwas wie ein digitales Bingo vielleicht gibt, ein Bingo zwischen Paderborn und Bolton. Ja. Vielleicht auch mal eine Überlegung. Gerne, gerne. Also wir sind Interessen oder den Vorlieben auf beiden Seiten entgegenkommt. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Ich habe bei Ihnen gelesen auf der Internetseite, Frau Reh, dass Sie sagen, also trotz Brexit, auch in Zukunft werden wir eine Plattform für den freundschaftlichen Austausch von Briten und Deutschen sein, unabhängig von politischen Entscheidungen. Das ist natürlich ein sehr positives, ein sehr mutmachendes Statement. Sehen es die Menschen in Bolton genauso, mit denen Sie diesen informellen Kontakt haben? Ich sag mal sozusagen jenseits der rein politischen Ebene? Ja, ich glaube, für viele ist die Möglichkeit, über den Club noch die Kontakte nach Deutschland beizubehalten, was für viele sehr wichtig ist. Also diese Clubfreundschaft oder die Städtepartnerschaft gibt es ja seit 45 Jahren. Und das ist dann auch so ein Weg, da habe ich so den Fuß drin und habe auch die Möglichkeit, persönliche Kontakte noch zu knüpfen und noch aufrechtzuerhalten. Und diese Botschaft, die wir auf der Website haben, haben wir zum einen in Richtung Bolton gemeint und zum anderen aber auch in Richtung Paderborn gemeint, weil unser Club vor 55 Jahren, also 10 Jahre vor der Städtepartnerschaft, gegründet wurde, um die Paderborner Gesellschaft und die britischen Streitkräfte, die hier stationiert waren und auch noch sind, wir sind so ziemlich der letzte Standort in Deutschland, die auch noch weiterhin beizubehalten. Und wir haben die letzten 2-3 Jahre sehr intensiv genutzt, uns in der Öffentlichkeit darzustellen. Dem sollte ja dieser Pader Brunch auch mitdienen. Aber wir wollen auch für die Briten, die hier geblieben sind, die zum Teil die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, auch weiterhin ein Forum bieten, weil für die durch den Abzug der Streitkräfte viele übliche Treffpunkte weggefallen sind. Der Pub ist eben nicht mehr so da, in der Kaserne gibt es nicht mehr so die Treffpunkte. Und da wollen wir uns als dieses Forum zeigen und denken, wir können das ganz gut verknüpfen und haben bis jetzt durchaus Erfolg. Dankeschön, Frau Reh, und viel Erfolg dabei bei dieser Arbeit und Grüße natürlich auch an die
Freunde in Bolton. Ja, wir bleiben in Ostwestfalen und gehen ein paar Kilometer weiter nach Gütersloh. Und dort treffen wir Dr. Anke Knopp, die ist ja auch vorhin schon mal beiläufig angesprochen worden. Stichwort Seminare oder Webinare, die es in dem kommenden Monat bereits gibt. Sie holen wir deswegen rein, weil sie eine besondere Expertise in genau diesen Fragen mitbringt. Sie berät und unterstützt nämlich Kommunen dabei, diese Transformation, von der wir jetzt alle reden, und zwar auch schon vor Corona und ohne Corona geredet haben, diese Transformation in ein digitales Zeitalter, Angebote an uns, an Bürgerinnen und Bürger, da ist sie sehr stark involviert unterwegs und eben als Unterstützerin und Beraterin aktiv. Und deswegen genau die Richtige, um uns jetzt das ein bisschen mal einzuordnen, wie sie das sieht, was die Dortmunder da machen, die Paderborner machen, aber generell, wo sie Ansatzpunkte für Kommunen sieht, auch oder für Gruppierungen dieser Art sieht, mithilfe von digitalen Lösungen ihre städtepartnerschaftlichen Beziehungen mindestens aufrechtzuerhalten, vielleicht ja sogar zu verbessern. Frau Knopp, was können Sie uns da mitgeben? Hallo erstmal in die Runde und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin ja mehr oder weniger jemand, die aus der Zivilgesellschaft kommt und sich im Bereich Kommunen tummelt und freue mich auch über die Anfrage, jetzt auch eben zu Städtepartnerschaften sprechen zu können und muss vorweg sagen, dass ich selber sozialisiert bin mit Städtepartnerschaften und mich freue, jetzt auch meinen Bruch und auch meine Lücke sozusagen ins Digitale transformieren zu können. Weil als Schülerin bin ich das erste Mal mit Städtepartnerschaften in Berührung gekommen, weil es einen Austausch gab mit der Stadt Broxtow und Gütersloh. Und ich fand es sehr bereichernd, unter anderem auch deshalb, weil man eben die Sprachkenntnisse in der Schule erworben, wirklich mal im freien Feld anwenden konnte und auch das erste Mal gespürt hat, dass man draußen verstanden wird mit dem, was man gelernt hat. Dann ist aber das passiert, was wahrscheinlich bei sehr vielen passiert. Nach dieser Jugend- und Schulzeit verliert man die Städtepartnerschaften ein bisschen aus dem Blick. Und wenn man nicht weiter irgendwie organisiert ist, auch in der Kommune und nicht angehalten wird, weiter in diesen Netzwerken unterwegs zu sein, dann findet das im Prinzip in der weiteren Laufbahn von vielen Jugendlichen gar nicht mehr statt, so wie bei mir. Und deshalb habe ich mich jetzt sehr gefreut, nochmal mit dem Thema auch etwas mehr Tuchfühlung aufzunehmen und bin ausgegangen von der Frage aus der Erhebung von Herrn Dr. Funteller, der fragt, welche Formen der digitalen Zusammenarbeit nutzen Sie? Und diese Torte zeigt im Prinzip das, was ich jetzt auch in der Internetrecherche sehr stark erkennen konnte, dass digitale Formate eigentlich so ein bisschen noch gar nicht entdeckt sind für dieses Juwel Städtepartnerschaften. Also Sie haben das vorhin schon gesehen, anhand dieser Torte sehen Sie, E-Mail ist sozusagen schon seit 20 Jahren gang und gäbe und ist ein bisschen verstaubt, aber bildet eben nochmal die digital größte Schnittfläche von denen, die aktiv sind in der Städtepartnerschaften als die Plattform, die am häufigsten genutzt wird. Und es scheint auch, was jetzt die Nutzung von sozialen Netzwerken und Online-Veranstaltungen angeht, ein sehr, sehr großes Potenzial nach oben zu geben und ist es auch, glaube ich, notwendig. Und ich denke, dass genau da jetzt der Standpunkt ist, auch der Auslandsgesellschaft und auch aller Aktiven, die sich für Städtepartnerschaften engagieren, nämlich der Brückenschlag aus der analogen Welt hin in die digitale, wo alle aufgerufen sind, ihre Kreativität in die Waagschale zu werfen und gemeinsam dieses sehr traditionelle und sehr etablierte Konzept Städtepartnerschaften zu transformieren. Ich habe mir ein paar Dinge rausgesucht, die, wo ich denke, wenn wir über Menschen, über Städte und Digitalisierung sprechen, die zentral sind, die habe ich aufgelistet, eben Kommunikation, Vernetzung, Teilen von Wissen, Brückenschlag über die Distanzen hinweg, aber auch eben Corona, um dieses große Wort nochmal zu bemühen, was ja uns auch gerade
Distanz üben lässt und im Prinzip auch Distanz nochmal auf eine andere Weise übersetzt, als dass es rein räumliche Distanzen der Städtepartnerschaften adressieren kann. Und dann habe ich mir angesehen, das Leitbild der Auslandsgesellschaft und habe im Prinzip die wichtigsten Vokabeln nochmal rausgesucht und habe festgestellt, Städtepartnerschaften sind eigentlich prädestiniert dafür, den nächsten Schritt zu machen in die Verständigung des Digitalen. Weil alles, was wir vorher in der Digitalisierung adressiert gesehen haben, ich gehe nochmal ein Stück zurück, Kommunikation, Vernetzung, findet sich im Prinzip als Auftrag schon auch bestens formuliert im Leitbild der Auslandsgesellschaft und wartet im Prinzip darauf, auch nochmal digital gedacht zu werden. Also Unternehmungen oder Institutionen, Netzwerke, die gerne digital unterwegs sein möchten, würden sich freuen, wenn sie eigentlich schon so eine Basis auch im Leitbild formuliert hätten, die geradezu einlädt und auch geradezu Ausgangspunkt ist für den roten Faden, den aufzunehmen, das Konzept ins digitale Leben zu übersetzen. Und es ist ja auch schon im Laufe des Vormittags einiges angeklungen, wo strukturelle Probleme da sind. Und die sind auch schon sehr manifest und berühren auch den Weg dahin, digital sein zu wollen, nämlich Städtepartnerschaften sind für wahr, zwar traditionell und gut verankert, auch in unserem Denken und Kennen verankert, aber sie sind doch in die Jahre gekommen. Das heißt, sie gehen einher auch mit einer etwas, also der Begriff ist hart, aber sagt es, glaube ich, ziemlich genau. Es ist ein Stück weit Vergreisung der Generation, die das aktiv vorantreibt. Und ich glaube, man muss es so drastisch ausdrücken, um nochmal diese Lücke auch in der aktiven Schaft deutlich zu machen. Die Mittelgesellschaft, also die Kohorte der mittleren Älteren, haben oftmals auf der Autobahn des Lebens gar keine Zeit für Städtepartnerschaften. Und so bleiben sehr viele Menschen im älteren Segment, die das schon von Anfang an begleitet haben und jetzt auch in irgendeiner Form mehr Zeit haben. Und die jüngere Generation ist viel zu wenig damit vertraut, dass sie auch schon jetzt in diesen Netzwerken Verantwortung übernehmen könnte oder irgendeine tragende Rolle. Das heißt, die Stagnation der Partnerschaften ist ein großes Problem oder eine große Herausforderung, ebenso wie die unbekannten Strukturen in den Kommunen, weil viele nach außen gar nicht wissen, wo genau sind jetzt die Partnerschaften eigentlich aufgehängt und angedockt in den Kommunen. Und viele führen ein, ich sag's mal, vielleicht auch ein bisschen despektierlich, ein Nischendasein in den Volkshochschulen und sind ein bisschen in der Aufmerksamkeit und Beatmungsrealität nach hinten gerutscht, obwohl wir ja vor großen Herausforderungen stehen, weil das steht hier auch nochmal aufgelistet. Wir glauben, dass der Friede und die europäische Vernetzung sicher ist, aber wir müssen das immer wieder neu beleben, weil der Brexit hat uns gelehrt, dass es doch auch Tendenzen gibt, dass ein so wertvolles Konzept wie die EU auch vielleicht einmal nicht mehr ganz so einig sein kann. Also deshalb ist es ganz wichtig, die Sichtbarkeit, die Wahrnehmung wieder ins Zentrum zu rücken und auch nochmal die Vielfältigkeit der Themen wie Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, menschliche Begegnungen, Geschichte etc. in den Vordergrund zu rücken, um dieses große Ziel eben der Völkerverständigung, des Friedens und auch der Sicherung des europäischen Gedankens im Zentrum zu behalten. Vielleicht kann man sich auch fragen, ob gerade im Zeitalter des Wunsches, doch exotische Partner in der globalen Vernetzung zu adressieren, auch ein Problem sein könnte, weil gerade die jüngere Gesellschaft wird immer wieder angehalten, möglichst die Welt zu entdecken, global unterwegs zu sein. Und man könnte auch fragen, brauchen wir überhaupt diese Städtepartnerschaften, wenn wir die Individualisierung durch die Social Media Netz weltweit sehen? Ist es da nicht eine Redundanz? Aber all diese Herausforderungen, diese strukturellen Herausforderungen zeigen eine Notwendigkeit der digitalen Transformation. Und wir haben auch im Laufe des Vormittags heute gelernt, es sind Städtepartnerschaften auf der einen Seite, aber es begegnen sich Menschen. Also wir sind die Menschen, die eigentlich diese Partnerschaften mit Leben füllen. Und lassen Sie uns kreativ sein, es wäre die Aufforderung und der Zwischenruf,
die Nutzertypen, also die Menschen, die diese Arbeit bisher geleistet haben, also ich habe die mal ein bisschen visualisiert mit den traditionellen Porträts. Bitte sehen Sie mir nach, das ist alles militärisch, weil es gab an der Stelle nichts mit Zivilgesellschaft. Aber ich würde dafür eine Brücke schlagen wollen, eine größere Schnittmenge hinzubekommen zwischen der digital affinen Welt und den bisher Engagierten. Da wird sehr viel mehr Augenmerk drauf gelegt werden müssen, auch in der Befähigung, also in der digitalen Souveränität, die eine Aufgabe ist, die es zu leisten gilt. Das heißt, die Menschen zu befähigen, eben aus ihrem breiten Wissen, wie man Städtepartnerschaften organisiert und strukturiert, hinzubekommen, wie man das Ganze auch digital überlegen könnte. Und da ist der erste Schritt sicherlich, das Bestehende, also analoge Bestehende, überhaupt erstmal in die digitale Transformation zu bekommen. Also die üblichen, also im üblichen Formate wie gegenseitige Besuche etc., Schüleraustausch, das Kennenlernen, die Informationsgestaltung etc., die muss man vielleicht, weil sie noch eine analoge DNA haben, in digitale Formate übersetzen. Und ich finde, wir haben heute mit Paderborn und auch mit Dortmund hervorragende Beispiele gesehen, wie so etwas mit Kreativität und Lust und auch ohne Zwang funktionieren kann und wie jeder beiträgt, aus seinen kleinen Mosaikmöglichkeiten doch ein digitales Herangehen an den Austausch und an die weitere Vernetzung zu leisten. Das Internet als Medium muss man nochmal hinterfragen, denke ich. Was für einen Nutzen, also die Frage war bei Deutschland 21, hier sehen Sie die Auflistung. Man muss fragen, welchen Nutzen bringt denn eigentlich Digitales? Und wie ist die Frage zu beantworten, wie können wir mehr Leute befähigen, dass man digital agieren kann? Und wie kann man die Nutzung, die dabei entsteht, so gestalten, dass sie nutzerfreundlich ist, ohne jetzt mit Megatechnik-Kenntnis verbunden zu sein und auch die Lust zu verderben, digital sich fortzubilden und auch weiter dieses Herzblut in die Vernetzung reinzubringen. Weil viele sagen, die Technik beherrsche ich nicht, also nehme ich davon Abstand und mache das erst gar nicht. Also das ist eine große Aufgabe, das Internet als Medium zu nutzen. Wie mache ich das, wenn ich jetzt die Grundlage habe, dass einfach noch zu wenig digitale Formate zum Zuge kommen. Ich habe auch mal gesehen auf den einschlägigen Seiten, wo jetzt die jeweiligen Städtepartnerschaften aufgelistet sind. Und da ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Man muss Beispiele, auch neue Beispiele mit dem Spirit Digital, lange suchen. Und an ganz vielen Orten sind die verteilt. Und man sieht als erstes, dass sie zwar da sind. Es gibt dann auch nochmal den Hinweis, dass die schon vor 20, 30, 40 Jahren gegründet worden sind. Aber dann findet man, außer dass es diese Partnerschaften gibt, nichts. Auch keine Projekte, keine Beispiele, keine zentrale Informationsstelle, wo man sich beispielsweise Ideen holen könnte oder bereichern könnte. Wie kann man dann Digitales aufsetzen. Und da denke ich, wenn Sie als Auslandsgesellschaft und als aktive Städtepartnerschaften ein Markenzeichen bleiben wollen, dann ist es unbedingt notwendig, sich eben der digitalen Welt zu öffnen. Vielleicht ist es die Aufgabe, überhaupt erstmal Fortbildung anzubieten, weil Sie haben sich als lernende Organisation bezeichnet und dazu gehört eben auch, dass man digitale Souveränität adressiert, dass man Befähigung der Nutzer adressiert, dass man vielleicht Tutorials macht mit YouTube, um sich gegenseitig zu helfen. Man muss keine Experten von außen kaufen, sondern man kann das aus den eigenen Reihen befüllen, so wie wir das jetzt gerade in Paderborn und auch in Dortmund gesehen haben. Es sind wunderbare Anregungen und da kann man auch eben weiterfragen, wie hat das dann funktioniert und wie können wir das auch machen? Es braucht vielleicht sogar das Ansinnen, dass man hier eine Plattform wird oder zumindest eine Datenbank hinterlegt, wo man reinklickt, One-Step-Agency sozusagen,
alle Verzeichnisse der bestehenden Partnerschaften bekommt, die Vitalität und die Ansprechpartner sofort geliefert bekommt, also eine größere Verlinkung vorfindet, dass man eben die Fäden, die die Welt umspannt, hier findet, an einem Ort und zentral bündelt. Und was auch mitwachsen kann mit dem Wechsel zum Beispiel der Motivation für Partnerschaften, eben hin zu Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und diese Dinge, um auch ein Stück mehr Packende haben zu können für die Jugend. Und sie haben gute Contents, also Inhalte. Ja, also sie haben genau das, was das Netz eigentlich will. Sie haben Menschen, sie haben Geschichten, sie haben Tradition, sie haben Themenvielfalt, sie haben bewegende Momente, sie haben eine gemeinsame Geschichte und eine Zukunft. Das sind alles Dinge, die Inhalte bereitstellen, die sie aber mehr bewegt machen müssen, mehr mobil machen müssen. Das heißt, es reicht nicht, eine Website vielleicht zu haben, sondern es muss auch dahin kommen, dass sie diese Inhalte beweglicher machen, rein mehr ins Netz. Suchen Sie die Leute, die twittern, suchen Sie die Leute, die Social Media betreiben und verbreiten Sie so in dieser eigentlich Wissens- und Aufmerksamkeitsgesellschaft auch Ihre Inhalte, weil warten Sie nicht, bis Sie gefunden werden, sondern bringen Sie sich ein. Und auf Twitter muss man nicht unbedingt jetzt auch nur jemand sein, der liefert, sondern man kann auch Consumer sein. Das heißt, konsumieren und einfach auch sich anreichern mit Ideen und Dingen, die in der Welt geschehen, informieren und immer wieder auch gucken als Abgleich, was hätten wir eigentlich dazu zu sagen. Und da gibt es jede Menge auch tolle Beiträge aus den Blogs, die es verdienen, ans Laufen gebracht zu werden ins Internet. Weil es gibt längst neue Felder der Zusammenarbeit. Und da muss man fragen, Smart City, ist das Konkurrenz? Ja, oder sind es eigentlich neue Formen, die bestehenden Partnerschaften längst für sich entdecken sollten? Weil nicht nur Menschen vernetzen sich, sondern auch in dem großen Feld Smart City vernetzen sich Städte. Also Städte gewinnen an Persönlichkeit dadurch, dass sie eben mit Daten angereichert sind, mit Internet der Dinge, die kommunizieren können. Und wir haben sehr viele Formate, die eben sagen, Smart City ist nicht einfach nur, weil man Technik verkaufen und anwenden will, sondern Smart City ist deshalb da, um Menschen in den Fokus zu nehmen, in den Mittelpunkt zu stellen, das Leben zu verbessern, Zivilgesellschaft zu erreichen und eben die Transformation der Welt, der Städte in die neue Zukunft zu gewährleisten. Und hier sind eben auch ganz hervorragende Beispiele für zivilgesellschaftlichen Einsatz gegeben, wie zum Beispiel Code for Germany, die zeigen, was man mit offenen Daten aus den Städten machen kann. Daraus entstehen wunderbare App-Anwendungen, zum Beispiel die Corona-App, könnte man eben nicht nur in Deutschland entwickeln, sondern wie das jetzt auch gedacht ist, die könnte europaweit wirken. Es gibt ja diese Corona-Meldezettel, wenn man in Cafés und Restaurants geht. Also wenn zum Beispiel in Gütersloh sowas entwickelt wird, warum soll das unsere Partnerstadt in Broxtowe oder in Frankreich in Châteauroux nicht auch übernehmen? Kann man sich nicht auch mit Open Data vergleichen und austauschen, die eben das Leben vor Ort ein Stück weit besser machen, die auch Nachhaltigkeit und auch Klimawandel adressieren. Wir sind eine 24-Stunden-Gesellschaft, das heißt, wir haben 24 Stunden die Möglichkeit, ins Netz zu gehen und uns zu vernetzen. Ist das nicht auch ein Impuls für eine 24-Stunden-Städtepartnerschaft, die längst kommen müsste? Und es gibt auch eben diese hybriden Formen, wie zum Beispiel die Bürgerräte, die jetzt entstehen, die eben auch diesen Smart-City-Gedanken nutzen, aber auch den analogen Gedanken und die sich auch jetzt schon austauschen, gucken, was in Schottland geht, was in England geht, welche Möglichkeiten es gibt, auch da voranzukommen. Sind das nicht auch alles neue Betrachtungsmöglichkeiten für die bestehenden Partnerschaften? Und ich will es noch einmal auf die Spitze treiben mit der digitalen Transformation. Vielleicht wird es ganz bald auch eine künstliche Intelligenz geben, die mittels Mustererkennung scannt, welche Städte welche Städte in Nordrhein-Westfalen oder auch in Deutschland am besten zu welchen anderen Städten in der Welt passen würden.
weil sie vielleicht die gleichen Ideen haben, weil sie vielleicht die gleichen Herausforderungen haben, die Gesundheitsprobleme adressieren etc. Und die KI wird vielleicht eine Leitlinie sein, um besser und passgenauer zueinander zu finden. Alle diese Entwicklungen sind auf jeden Fall Dinge, die schon passieren, sind Herausforderungen und Städtepartnerschaften könnten im Rahmen der Digitalisierung überlegen, ob sie sich dieser Dinge auch annehmen, ob sie eine Schnittfläche sind für die künftige Arbeit, weil die nächste Generation ist digital, weil sie damit umgehen und jetzt durch die Zwangsdigitalisierung in Corona-Zeiten in breiten Bevölkerungsschichten auch digitale Fähigkeiten viel häufiger anfinden, als das bisher der Fall war. Aber auch die nächste Generation hat die Aufgabe, Frieden zu bewahren, Europa zu bewahren und den europäischen Gedanken des Zusammenlebens mit Leben zu füllen und in die Zukunft zu bringen. Und das geht am besten digital, weil digital einfach in der Lage ist, Brücken zu schlagen, und Technik ist an der Stelle global vorhanden. Das waren jetzt ganz viele Anregungen, viele Überlegungen, die ich so gerne als Impulse für weitere Diskussionen auch verstehen möchte. Vielen Dank.